Du möchtest Hundeerziehungsberater werden? Ja, dann bist du bei uns richtig, weil wir bieten eine Fachausbildung an, wo die ganze Vorbereitung, die man braucht, um den Job vernünftig durchführen zu können, eigentlich geliefert wird. Es fängt an mit verschiedenen Inhalten, die dafür sorgen, dass man im Bilde bekommt, was als solches irgendwie notwendig ist in der Ausbildung. Also ich gehe mal mit euch durch, was nun die wichtigsten Punkte sind, die jeder Hunderziehungsberater in seinem Job braucht. Erstmal fängt die Ausbildung modulär aufgebaut an. Es ist so, dass wir erstmal bei der Anfang von das Hundeleben anfangen, nämlich die Thematik Entwicklungsphase, die Ontogenese genannt. Das bedeutet, dass wir uns ein Bild machen, was passiert eigentlich schon vom Deckakt bis zur Geburt. Und vor allem, wie ist das Muttertier, was ist Genetik im Verhalten? Und da sind ein paar Sachen, die absolut wichtig sind, wenn wir später zum Beispiel mit Problemen konfrontiert werden, dass Hunde in dieser Entwicklungsphase eine ungünstige Entwicklung durchlaufen. Es kann ja schon anfangen mit einer Zwangsdeckung, ein traumatisiertes Muttertier, wodurch später tatsächlich auch bei Welpen sich Probleme entwickeln, weil eben auch physiologisch gesehen dieser Stress, den das Muttertier leidet, dazu führt, dass Hunde später Probleme bekommen können, also stressempfindlich sind. Ja, in unserer Gesellschaft ist es ständig wichtiger, echt darauf zu achten, wie nun der Hund erzogen wird, wie er vorbereitet wird, um vernünftig mit unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Und das ist so ein Punkt, die eigentlich die Zielsetzung von gesamter Hunderziehungsberatung darstellt. So, Entwicklungsphase ist ein wesentlicher Punkt, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass man auch präventiv arbeiten kann. Wenn wir dann gucken, was da eigentlich auch vermittelt wird, ist, wie zum Beispiel in dieser Phase gute Prägung, was bedeutet eigentlich gute Prägung? Das ist so eine Sache, die natürlich von Hunderasse zu Hunderasse etwas unterschiedlich gesehen werden sollte. Das wird in diesem Inhalt sein. Auch was passiert neurobiologisch in die Entwicklung? Ja? In diesem Sinne so von, wie werden Synapsen im Gehirn zwischen Nervenzellen eigentlich sich zum Teil auflösen und dafür auch anderen sich verstärken, die Verbindungen, und was steuert das an? So, das ist so ein Punkt, der wichtig ist. Natürlich geht es da auch in die Richtung von schwierigerer Alter, wo viele Menschen denken, naja, Pubertät, das ist es dann. Ja? Der Pubertät, die der Hund irgendwie in einen anderen Hormonzustand versetzt und da auf einmal Probleme hochkommen. Tja, also das ist so ein Punkt, wo auch die Phasen, die da vorliegen, schon maßgeblich sind, ob es überhaupt diese Probleme in der Pubertätsphase gibt. Ja. Wenn wir jetzt diese Entwicklungsphase als erste Basis nehmen, dann muss man sich vorstellen, dass danach natürlich ein wesentlicher Punkt ist das Lernen beim Hund. Das Lernen ist so ein Thema, die natürlich schon vom Welpen an anfängt. Und in diesem Sinne ist es so, dass wir da natürlich, wenn es um Lernen geht, alle möglichen Lernformen in der Theorie behandeln werden und zum Teil auch Lernformen aufeinander in die Ausbildung ausprobieren. Nicht am Tierhund. Wir in unserer Ausbildung handhaben doch ziemlich klare ethische Normen, und das bedeutet, es würde nicht zu unserer Moral passen, bestimmte Trainingsformen, Dressurformen am Tierhund auszuprobieren, weil Hunde sind nicht so etwas wie Versuchskaninchen. Das bedeutet, dass wir reden über klassische Konditionierung bis hin zur instrumentellen Konditionierung. Was ist der Unterschied zwischen instrumentell und operant? Es gibt einen Unterschied. Die wird in der Hundeszene nicht mehr gemacht, aber es gibt einen Unterschied. Und das wird natürlich in dieser Ausbildung erklärt. Also in diesem Sinne ist es so, dass man verstehen muss, dass ich von Haus aus dem pädagogischen Bereich komme und früher in meinem Studium gelernt habe, was Unterschied ist zwischen instrumentell und operant.
Und das bedeutet tatsächlich auch, dass das hier in die Ausbildung vermittelt wird. Aber was eigentlich noch mehr vermittelt worden ist in mein pädagogischem Studium, ist zum Beispiel, was ist das soziale Lernen? Das ist eine Sache, die seit Anbeginn dieser Fachausbildung ein wesentlicher Bestandteil ist in das Modul, die wir hier abhalten über das Lernen vom Hund. Wir reden nicht über Lernverhalten, weil Verhalten ist nur Output. Output von Bedürfnissen, von Emotionen und vom Denken. Und das bedeutet, wir lernen in unserer Ausbildung, dass Verhalten seinen Ursprung findet und dass das nicht losgelöst werden kann von der sozialen Umgebung. Deswegen propagieren wir von Anbeginn schon dieses soziale Lernen. In diesem Sinne ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich auch verstehen, dass bei Hunden, wie bei Menschen und anderen sozial lebenden Säugetieren, Erziehung eine völlig andere Kiste ist als Training, Dressur. Somit ist auch das Berufsbild nicht ein Berufsbild von Hundetrainer. Hundetrainer wäre am Ende unserer Fachausbildung dein Haut unterwert verkaufen. Denn Hundetrainer bedeutet, dass man ein Verhalten antrainiert bei dem Hund. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollten nicht Hunde direkt trainieren. Wir sollten Menschen, die Hunde besitzen, Hundebesitzer also, begleiten in Sachen Hundeerziehung. Und Hundeerziehung ist und bleibt ein Sozialprozess und kann also in diesem Sinne nur gesehen werden in das gesamte Sozialsystem, wo der Hund drin lebt. Und so beschäftigt uns viel mit dem sozialen Umfeld. Und das bringt uns natürlich zur nächsten Modul, das Modul Kommunikation. In diesem Sinne ist es so, dass es unser Anliegen ist, dass Menschen, die Hunde besitzen, ein klares Bild haben, was möchte mein Hund mir sagen. Wenn wir jetzt gucken in der Gesellschaft, liegt ein Hauptakzent darauf, dass Hunde lernen, uns Menschen zu verstehen. Aber wir sehen das etwas anders, weil ich finde es wichtig, dass wir einen Hund zu uns holen. Also der Mensch wählt einen Hund. Und der Mensch wählt, dass dieser Hund bei ihm lebt. Und jetzt ist es so, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie können wir dafür sorgen, dass dieser Mensch seinen Hund so optimal wie möglich versteht, dass er auch versteht, was sind seine Bedürfnisse. Also, und wie kann ich diese Bedürfnisse weitestgehend gerecht werden? Weil eine Grundlage für jede gute Beziehung ist, dass man verstanden wird und dass der andere dich ernst nimmt in deine Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse spürt, mit diesen Bedürfnissen etwas zu tun. Das macht die Thematik Kommunikation außerordentlich wichtig. Ein Riesenproblem liegt da, weil in unserer Gesellschaft tatsächlich ständig mehr eine Haupttendenz gelegt wird auf so etwas wie Verhalten ankonditionieren bei der Hund, wobei unsere Zielsetzung, die menschliche Zielsetzung im Vordergrund steht und nicht die Zielsetzung, die der Hund möglicherweise hat oder die Bedürfnisse, die der Hund möglicherweise hat. Und das ist eigentlich, was wir in unserer Ausbildung versuchen aufzulösen. Also wesentlich ist, dass wir an Ursachen arbeiten, wenn es Probleme gibt zwischen Mensch und Hund. Und dass wir andererseits natürlich schon in die vorherige Phase versuchen, präventiv zu arbeiten, indem wir alles daran setzen, Probleme auch vorzubeugen und eine optimale Entwicklung zwischen Mensch und Hund in deren Beziehung eigentlich zu ermöglichen. Wenn wir jetzt gucken nach Kommunikation, dann ist es so, dass wir auch Kommunikationsanalyse lernen in die Fachausbildung, weil es ein wesentliches Medium, um dafür zu sorgen, dass Menschen lernen, deren eigenen Hund zu verstehen. Wenn wir jetzt weiter gucken in der Fachausbildung, dann gibt es so ein Fach Diagnose von Problemen. Wir reden sehr oft über Problemverhalten und Problemverhalten ist eigentlich ein Verhalten, was der Hund von sich aus zeigt, was meistens ein Bedürfnis darstellt oder was meistens, womit er meistens etwas zum Ausdruck bringen möchte. Ja, und wenn er das dann nicht mehr darf, also man würde es einfach wegkonditionieren, dann ist es die Frage, ob man seine Haltung
da auch geändert hat. Und somit geht es bei dem Seminar zur Problemdiagnose darum, um wirklich in Bilder zu kriegen, was für ein Problem haben wir eigentlich. Ist es ein Kommunikationsproblem? Versteht der Hund den Mensch nicht? Versteht der Mensch den Hund nicht? Ist es so, dass es Entwicklungsstörungen gibt? Ist es so, dass es genetisch bedingte Verhaltensformen gibt, die zu einem bestimmten Hundetypus passen? Ja? Und gibt es zum Beispiel möglicherweise Traumaerfahrungen, Ängste, die natürlich früher oder später auch zu Aggression führen können. Und jetzt kann man da unterscheiden, wenn es darum um Aggression geht, zwischen Aggression, die durch ein Trauma verursacht wird, oder Aggression, die durch Unsicherheiten und Ängste verursacht werden, Kulturübertragung, wie war das mit dem Muttertier. Und wir reden dann möglicherweise über die warme Aggression, das bedeutet sehr emotionell affektgesteuert, oder die sogenannte kalte Aggression, das bedeutet, der Hund hat durch Erfahrungen in sein aggressives Verhalten gelernt, dass diese Aggression ihn weiterbringt und um Hilfe ist. Und somit setzt er das schon präventiv, um sein Problem vorzubeugen, ganz gezielt ein, mit Ratio und Vernunft. Ja. Die letzte Phase ist natürlich viel schwieriger, weil dieser Hund schwört bei seinem Verhalten. Es war für ihn seine Lösung. So, das sind dann diese Probleme, die wir natürlich im Bilde kriegen müssen, um überhaupt eine Diagnose stellen zu können. Aber vielmehr geht es auch sehr oft um Verhaltensformen wie Destruktivität bei dem Hund, Begegnungen mit anderen Hunden, wo eigentlich in unserer Gesellschaft kaum noch irgendwie im Bilde ist, ja, was ist nun mit Territorialverhalten von Hunden und so weiter. Und das bedeutet, dass tatsächlich auch so etwas Ahnung haben von der Instinktkreis eine sehr wesentliche Thematik ist bei der Diagnostik von Verhalten von Hunden. Andere Ausbildungsinhalte sind zum Beispiel wichtig, wie auch Soziologie. Soziologie ist ein Fachbereich, die sich beschäftigt mit, wenn es um den Hund geht jedenfalls, wie sind Mensch und Hund zusammengekommen? Was war früher in der Historie? Wie sind die Verbindungen aufrecht geblieben? Beispiel von Mensch und Hund ist natürlich die symbiotische Existenz, die jetzt auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Mensch und Hund einander gefunden haben durch die gemeinsame Jagd. Aber es geht weiter. Das ist dann historisch gesehen und letzten Endes ist es so, dass wir tatsächlich auch Entwicklungen sehen in unsere menschliche Kultur, die dazu führen, dass wir heutzutage anders mit Hunden umgehen. Die Probleme, die dadurch entstehen, ist, dass wir nicht mehr dieses Wissen haben, die zum Beispiel der Urmensch hatte, die tatsächlich sehr existenziell mit Hunden zusammengelebt hat, sondern Hunde sind in unserer Kultur mehr Luxus geworden. Wir brauchen nicht unbedingt einen Hund, wir wollen einen Hund haben. Und das vor allem hauptsächlich wegen des Sozialen. Wenn wir dann gucken nach unserer jetzigen Kultur und das dann vergleichen mit anderen Kulturen, ja, dann werden wir natürlich feststellen, dass es extreme Unterschiede gibt in Kulturen. Und diese Unterschiede, die brauchen wir natürlich, um einen vernünftigen Vergleich machen zu können, so von, ja, was ist nun richtig? Wie geht man nun richtig mit dem Hund um? Und das ist, finde ich, ein Thema, die zur Soziologie passt. Ein wesentlicher Punkt von Soziologie ist aber auch Selbstreflexion. Also, warum hast du einen Hund? Was steckt dahinter? Was sind irgendwie in deiner Entwicklung Punkte gewesen, wodurch du jetzt einen Hund hast? Und was sind deine Bedürfnisse diesbezüglich, die tatsächlich auch dein Verhalten jetzt momentan in dem Umgang mit dem Tierhund steuern. So, diese Steuermechanismen, die haben zu tun mit deinen früheren Erfahrungen und diese Steuermechanismen haben deine Betrachtungsweise. Wie sehe ich das Tierhund? Was bedeutet das Tier für mich? So, und dieser Punkt, wie sehe ich das Tier? Das ist ein Thema, die tatsächlich auch, wenn wir Kunden beraten, eine wesentliche Thematik ist, weil wenn wir Kundenberatung nur verhaltensmäßig durchführen. Also wir würden Verhaltensberater sein, was am Ende unserer Fachausbildung nur einen winzigen Teil von unserem Fachbereich ausmacht. Weil Verhaltensberatung findet erst dann statt,
wenn wir Wissen vermittelt haben und dadurch möglicherweise der Mensch eine andere Haltung zu bestimmten Themenbereichen mit Bezug zum Hund hat. So wird langsam modulär diese Ausbildung eigentlich aufgebaut. Und kommen wir zu Themenbereichen wie Verhaltensbiologie. Der Dirk Roos, Verhaltensbiologe von der Trümmerstation, wird Dozent sein, wenn es geht um verhaltensbiologische Aspekte. Und wir haben auch einen wesentlichen Bestandteil Neurobiologie in unserer Ausbildungsreihe. Zudem finden wir es außerordentlich wichtig, nicht nur zu theoretisieren. Alle Seminaren werden eigentlich bestückt mit ausreichend Praxis. Und es ist wichtig zu verstehen, wie wende ich mein Wissen an. Nicht nur Wissen, sondern auch die Anwendung wird erprobt, auch letzten Endes in einer Praxisintensivwoche. Aber auch Seminare wie Praktikum 1, Praktikum 2 sind Seminare, die dazu führen, dass man direkte Möglichkeiten hat, auch mit Kunden direkt zu arbeiten und somit die erste eigene Erfahrungen in Sache Hundeerziehungsberatung durchzuführen. So wird langsam tatsächlich dann auch eine Ausbildung komplettiert, indem man eine Facharbeit schreibt mit Bezug zu einer bestimmten Thematik der Hundeerziehung. Und diese Facharbeit ist für alle Beteiligten bei so einer Ausbildungsgruppe eine absolute Bereicherung. Es gibt noch mehr Tiefgang mit Bezug zu verschiedenen Bereichen und komplettiert letzten Endes die Ausbildung, weil Menschen lernen, selbstständig sich weiterzubilden. Aber zu dieser selbstständigen Weiterbildung, also ein selbstständiges Lernen ermöglichen, in verschiedenen Fachbereichen über den Tellerrand gucken, nicht nur bei der Tierart Hund gucken, sondern einen vernünftigen biologischen Vergleich machen mit anderen Tierarten, um zu sehen, wo liegen biologische Kontinuitäten. Das sind Aspekte, die eigentlich dafür sorgen, dass du als Hunderziehungsberater oder Beraterin lernst, vernünftig zu argumentieren und nicht aufgrund von irgendwelchen Ideologien, sondern aufgrund von ganz klares, faktisches Fachwissen. Ja, das ist so ungefähr der Inhalt unserer Ausbildung. Und wenn Interesse da ist, dann würde ich mich freuen, euch hier in die Ausbildung zu treffen. Tschüss.